Drachenhöhle, der Fantastik-Podcast. Hallo da draußen, Freunde der fantastischen Welten. Willkommen bei uns. Ich bin Dominik Schmeller und mit mir auf dem Schiff befindet sich... Ja, neben dir am Ruder sitzt Lucian Caligo. Genau. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, warum auf dem Schiff? Wir sind doch sonst immer in der Drachenhöhle. Nein, heute sind wir auf dem Drachenschiff, denn wir haben heute einen ganz besonderen Gast bei uns und zwar ist es der liebe Bernhard Hennen. Bernhard, grüß dich. Ja, hallo, grüßt euch ihr beiden mit auf der Otter, also Bernhard Hennen. Heute stellvertretend für Beorn den Blender, den eigentlichen Helden der Saga, auch wenn Thiasson vorne draufsteht. Ich hoffe, wir werden dazu noch eine Menge reden können in nächster Zeit. Schauen wir mal, was für Fragen von euch kommen. Ja, da müsste man eigentlich vorher über die Fronten klären. Dominik, auf welcher Seite bist du denn? Ach, lass uns doch erstmal die ich weiche der Frage mal aus. Lass uns erstmal dem Publikum sagen, dass es heute um die Thiasson-Saga geht. Ach so, stimmt, ja. Ja, genau. Ja, wo wir schon bei der Tragödie sind, ne? Aber macht mal weiter. Ja, also Bernhard, ich wollte dich erstmal fragen, kannst du ein bisschen sagen, was ist denn die Thiasson-Saga? Ich glaube nicht, dass da draußen jemanden gibt, der das noch nicht kennt, aber vielleicht finden wir noch. Ah, doch, ich glaube, etwa 95% der Bevölkerung werden das nicht kennen, aber ich hoffe, die Quote der Leute, die uns zuhören, und das kennen es deutlich besser. Für die, die es trotzdem nicht wissen, die Thiasson-Saga ist ein altes Rollenspielabenteuer, das ich vor 25 Jahren für das Rollenspiel Das Schwarze Auge geschrieben habe. Es geht um die Wettfahrt zweier Torvaler-Kapitäne. Torvaler sind das DSA-Pendant zu unseren irdischen Wikingern, mehr oder weniger. Es gibt da ein paar Nuancen, wo die sich schon unterscheiden. Aber so grob ist es diese Richtung. Und die Schiffe, auf denen die Torvaler unterwegs sind, heißen Otter, entsprechen aber doch im Wesentlichen unseren Drachenbooten unserer Wikinger. Und diese beiden Kapitäne, Thiasson Fogwulf und Beorn der Blender, streiten um den Ehrentitel König der Meere. Den wird nur einer bekommen können. Und um diesen Streit zu klären, haben sie eine Wettfahrt begonnen, auf der es 12 Aufgaben zu lösen gilt. Diese Wettfahrt führt sie rund um Aventurien, fast komplett rund. Das ist der Kontinent, auf dem die meisten Abenteuer des Schwarzen Auges spielen. Und sie geraten dabei aber in eine große Geschichte um den Untergang der alten Elfenhochkultur und beginnen mehr und mehr eine Schlüsselrolle zu spielen bei der Wiederbelebung dieser Kultur, beziehungsweise zumindest bei dem Durchschauen der Hintergründe, warum es zum Untergang der Elfen kam und was noch bis in die Gegenwart Aventuriens weiterwirkt. Diese 12 Abenteuer setze ich zusammen mit Robert Corvus in 12 Romane um. Und wir haben gerade mit dem 6. angefangen. Das heißt, genau genommen, Robert ist natürlich schon fertig. Er ist immer der Vorzeigeautor in unserem Gespann, der seine Termine einhält oder schon mal ein halbes Jahr früher fertig ist. Wohingegen ich den Part übernehme, der Autor zu sein, der in der Regel einen Monat nach dem Abgabetermin ganz fertig ist. Unter uns beiden funktioniert das aber hervorragend. Und damit ich jetzt nicht zu lange quatsche, wie genau sowas abläuft, werden wir sicher im Laufe des Gesprächs noch klären können. So eine 12-bändige Reihe, das ist natürlich schon großes Vorhaben. Da würde ich mich mal interessieren, wie habt ihr das denn versucht, an den Verlag heranzubringen? Also bei die Verhandlung mit Heine. Habt ihr da gleich von Anfang gesagt, das wären 12 Bände oder habt ihr euch da rangetastet? Das haben wir denen schon von Anfang an so klar gesagt. Die waren allerdings begründet skeptisch, weshalb wir erstmal einen Vertrag über 3 Bände bekommen haben. Und nachdem diese 3 Bände nicht völlig gefloppt sind, also schon beim 2., zeigte sich, okay, da gibt es Potenzial für mehr. Dann haben wir den über die nächsten 3 Bände bekommen. Inzwischen haben wir die Verträge bis Band 9 und sind sehr zuversichtlich, dass wir die letzte Verlängerung 10 bis 12 auch bekommen werden. Schreiben tun wir jetzt im Augenblick aber tatsächlich erst den Band 7, der kurz 6, der kurz vor Jahresende erscheinen wird. Wie schafft man das dann zwei so relativ dicke Bände, es sind ja immer so 500, 600 Seiten,
pro Jahr dann neben der anderen schriftstellerischen Arbeit, weil du ja auch noch andere Sachen wie zum Beispiel Azur veröffentlichst. Ja, man hört auf, Urlaub zu machen, streicht die Wochenenden und dann geht das irgendwann. Ich muss auch frei bekennen, meine Familie hasst mich dafür. Die letzten Sommerferien sind ohne mich gelaufen. Die in diesem Jahr sind weitestgehend auch wieder ohne mich geplant. Und mich selber hat leicht schockiert, dass ich vor ein paar Wochen mal so einen Schreibhänger an einem Wochenende hatte und runter zu meinen Kids ging, die sind 12 und 14, und sagte, wollen wir noch mal eine Runde Siedler spielen, was die mit 12 und 14 durchaus noch gerne spielen. Meine Tochter guckt mich total erschrocken an und meint, sag mal, Papa, ist gerade was nicht okay mit deinem Job? Wir haben Samstagnachmittag und du kommst runter und fragst, ob wir spielen wollen. Das ist ja total nicht normal. Die machte sich wirklich Sorgen, die verscheißerte mich nicht. Ne? Und dann dachte ich, oh Scheiße, was bist du für ein übler Vater. Ja gut, aber es kommen ja auch ganz tolle Sachen dabei raus. Das ist ja eine gut investierte Zeit. Wenn wir da gerade um den Anfang gehen dieser Buchreihe, weil du kanntest ja, Robert Corvus kanntest du ja am Anfang noch nicht so wirklich, oder? Ihr seid ja vielleicht schon mal begegnet, aber ihr wart noch nicht befreundet, so wie es heute ist. Nein, das waren wir nicht. Also tatsächlich hat uns sein Agent so ein bisschen verkuppelt, der auf mich zugegangen ist in Bonn bei der HobbitCon. Und meinte, er hätte ein Riesenprojekt im Kopf. Da konnte ich noch gar nicht abschätzen, wie riesig. Und hat mich überzeugt. Dann habe ich erstmal 2 Bände von Robert gelesen und dachte mir, okay, von der Art, wie er schreibt, das kann zusammenpassen, hatte mir gefallen. Und dann haben wir losgelegt. Und es zeigte sich schnell, dass es von allen Kooperationen, die ich bisher mit Kollegen gemacht habe, die mit Abstand fruchtbarste und am besten funktionierende ist. Das finde ich auch ziemlich schwierig. Also weil man weiß ja nicht, auf was man sich da einlässt. Ne? Also weil, wenn du schon sagst, du hast dich durch die Bücher da leicht rangetastet, und dann, aber da steckt natürlich immer noch ein Mensch dahinter. Ne? Ganz genau. Und das ist so, und ja, war schon ein bisschen ein Sprung ins kalte Wasser, hat aber unglaublich gut funktioniert und ja, er ist halt super professionell. Das merkt man bei allem, was wir tun. Er ist so, ja, der alles, wie ich eben schon sagte, in der richtigen Zeit erledigt, der alle Dinge im Blick behält. Und ich bin da gelegentlich schon mal der etwas Schlampigere. Also er hat sogar geschafft, mich Anfang des Jahres, durfte ich gar nicht so in der Öffentlichkeit sagen, tue ich jetzt aber mal trotzdem, auf einen Lesungstermin hinzuweisen, wo er angeschrieben worden war und ich hatte ihn vergessen. Ich wäre da nicht hingefahren. Also, es wäre dann das zweite Mal in 25 Jahren gewesen, dass ich eine Lesung verpasst hätte, aber der hatte meine Lesung im Blick. Und so ist er halt. Also er ist sehr, sehr, sehr strukturiert und es kommt da auch sehr zu Pass in diesem Projekt, dass über die 12 Rollenspielabenteuer die Inhalte der Romane alle schon da sind. Also ja, da müssen wir nicht mehr planen. Wir haben ein riesen Drehbuch für das, was wir tun. Unglaublich detailliert zu allen Schauplätzen, Hauptfiguren, Handlungsverläufe, es ist alles da. Aber wir haben halt die Mannschaften größtenteils ausgetauscht im Vergleich zu den alten Rollenspielabenteuern aus verschiedenen Gründen. Und das sind die Freiräume, in denen wir agieren, wo wir auch neue Geschichten erzählen können, neben den in der Fliasson-Saga etabliert. Ja, da wollte ich eh nochmal fragen zum Figurenensemble. Wie behält man denn da den Überblick, beziehungsweise wie schafft man es auch, so viele Figuren lebendig zu gestalten, lebendig zu schildern? Also es ist Buchführung, es gibt zu jeder der Figuren halt eine Charakterseite. Es ist nicht so ein DSA-Charakterbogen, aber halt eine Festlegung von uns, was sind die besonderen Merkmale und so banale Dinge wie Haarfarbe, Augenfarbe, Größe, aber auch mein Lieblingsspruch, die Ausrüstung, was tragen die bei sich und wie stellen wir uns die vor, wie agieren die, wie sollen sie sein? Und einige dieser Figuren haben ja nur vorsichtig formuliert eine bestimmte Zeit, die sie im Abenteuer verweilen. Nicht, dass wir jetzt reihenweise Helden umbringen würden, aber ja, also, ausgenommen 2-3 Figuren darf man doch um alle bangen. Und so relativiert sich das. Also von den Anfangscrews sind gerade ja bei Beorn auch doch eine Menge auf der Strecke geblieben. Und ich fürchte, das wird sich in Band 6 fortsetzen, ohne da weiter zu spoilern. Und gerade da ist es ja besonders wichtig, wenn es Figuren und sowas angeht, dass man sich da abspricht. Ich habe jetzt nicht im Kopf, ich habe alle Bände bisher gelesen, aber ich habe nicht im Kopf, ob ihr schon mal eine
Figur geteilt habe. Doch, zum Beispiel, mir fällt der Name gerade nicht ein. Zidane wechselt zwischen den Mannschaften. Ja, genau, zum richtig. Beispiel. Genau, zum Beispiel. Und da ist es, glaube ich, besonders wichtig, dass man sich dort gut abspricht, weil sonst denkt der Leser, Moment mal, die war ja vorher noch anders. Ja, aber ganz konkret funktioniert unser Arbeiten tatsächlich so, dass Robert bisher bei jedem Band, und wir reden ja über nicht weniger als 6, den Filiasson-Strang komplett geschrieben hat, bevor ich mit dem Beorn-Strang überhaupt anfange. Also unser übliches Herangehen ist, er hat diesen Teil der Geschichte schon geschrieben, dann lese ich den, bearbeite den und fange dann mit dem ganzen Wissen um das, was alles in Filiassons Mannschaft geschehen wird, an den Beorn-Strang zu schreiben. Wir kommen also nie in das Problem, dass wir parallel arbeiten und Dinge nicht zusammenpassen. Ich kenne einfach seine ganze Geschichte schon, bevor ich anfange, meine zu schreiben. Und er fügt dann in die Leerstellen, in die Beorn-Kapitel auch ab und zu so Anmerkungen schon ein. Es wäre schön, wenn das und das im Text vorkäme. Das verzahnt sich dann prima mit, kommt 200 Seiten später. Und das funktioniert ganz großartig. Also würden wir tatsächlich parallel schreiben, gäbe es da wahrscheinlich mehr Schwierigkeiten. Ja. Aber so wie wir es bisher machen, dass seine komplette Geschichte schon vorliegt, wenn ich mit meinem Teil der Geschichte anfange, funktioniert es großartig. Und was war so der Hauptgrund eigentlich, dass du gesagt hast, du möchtest das Ganze mit einem Co-Autor zusammen machen? Ich hätte es alleine nicht geschafft. Also das muss man ganz klar sagen. Der Heine Verlag hatte schon lange den Wunsch, dass ich für die 2 Bücher im Jahr machen würde. Schon zu Elfenromanzeiten. Und ich habe denen da gesagt, habt ihr mal auf das Volumen der Elfenromane geguckt? Teilt die, dann habt ihr 2 Bücher im Jahr. Aber 2 900-Seiten-Bücher, das ist doch jenseits dessen, was ich schaffen kann. Ja, aber in Co-Produktion geht es. Also es ist tatsächlich so, dass Robert immer etwas mehr schreibt als ich. Da der Filiasson-Strang schon die Hauptgeschichte ist, gelegentlich kompensiert sich das dadurch, dass ich den Prolog geschrieben habe, die Tendenz haben, immer ausufernder zu werden. Und meistens ist es aber so, dass wir so ein Verhältnis in der Schreibleistung haben, 30-70, 40-60. Er hat immer mehr als die Hälfte geschrieben. Gerade diese Prologe, als ich die Reihe angefangen habe, war ich von dem ersten Prolog ziemlich beeindruckt, weil der ja doch von der Schreibweise sehr, gefühlvoll und emotional ist, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber ich habe auch gelesen, dass viele das ein bisschen, mit einem eher wütenden Auge gesehen haben, weil sie gemeint haben, die Torwaller, die dort beschrieben sind, sind nicht mehr die Torwaller aus Aventurien, sondern es sind eher die Eisenmänner aus Westeros. Was würdest du denn dazu sagen, zu so einer Aussage? Also, die ist ganz sicher für jeden einzelnen Spieler wahr, denn jeder Spieler schafft ja sein eigenes Spieleuniversum. Für mich war es aber, solange ich DSA spiele und ich bin relativ vom Anfang an dabei, so dass ich die Torwaler immer so interpretiert habe, sie sind so ähnlich wie unsere irdischen Wikinger. Und sie gehen ja auch in Aventurien per Definitionem auf Plünderfahrt. Das sind jetzt keine freundschaftlichen Unternehmungen. Man bricht dann im Drachenboot irgendwo hin auf, um den Leuten alles zu nehmen. Inklusive des Lebens, wenn sie Widerstand leisten. Das sind keine großen Kuschelbären. Das hat für mich nie zusammengepasst. Ich habe es so selber nie gespielt, deshalb schreibe ich so. Allerdings, wie gesagt, es ist eine Rollenspielwelt, jeder interpretiert es anders und mir ist durchaus bewusst, dass es eine größere Gruppe Spieler gibt, die eben so interpretieren. Das sind die Leute, die auf der einen Seite kein Problem haben, jemanden den Schädel einzuschlagen für ein Silberstück, dann aber irgendwie wieder groß und nett und kuschelig sind. Für mich passt das nicht zusammen, aber wir bewegen uns ja in einer Spielwelt, die jede Spielgruppe für sich selbst definiert und so baut, wie sie die haben möchte, und wenn das für andere so funktioniert, ist das deren Welt und da ist auch nichts gegen zu sagen. Nur meine ist es halt nicht. Ich versuche in meinen Fantasy-Romanen generell einen fantastischen Realismus zu schaffen und da gehört dazu, dass Plünderfahrer, wenn sie plündern, eben durchaus sich unfreundlicher verhalten als der gängige Bäcker an der Ecke. Die können aber nach Hause kommen und nette Familienväter sein. Also dass sowas funktioniert, dafür gibt's ja auch Beispiele in unserer Welt. Ne? Also man kann sagen, jemand ist Soldat und Mörder und trotzdem ein Papa, den seine Kinder lieben, weil er ein großartiger Vater ist. Und
gerade mit diesen Widersprüchen zu arbeiten, ist uns auch ein Ansporn. Weil es gibt in diesem ersten Prolog ja nun dieses Vergewaltigungsproblem und diese sehr, sehr dramatische, einen winterlang anhaltende Dauervergewaltigung dieses gefangenen jungen Mädchens, was moralisch gesehen natürlich in keinster Weise irgendwie zu rechtfertigen ist. Aber wir beschäftigen uns dann im Laufe der Saga eben mit diesen Tätern und dem Opfer und versuchen schlüssig darzustellen, was bewirkt es für die? Wie läuft das Leben danach? Und da gibt es Täter, die das bereuen und die ein anderes Leben führen. Und es ist immer interessant, dann mit den Lesern die Dispute zu führen und die Fraktion zu erleben, die sagen, wenn man so ein Verbrechen einmal begangen hat, ist vollkommen egal, was man danach im Leben tut. Man wird für immer ein Schwerverbrecher sein, der die schlimmstmögliche Strafe dafür verdient hat, was er da getan hat. Und dann gibt es die anderen, die sagen, es wird immer ein Verbrechen bleiben, aber er kann ein ganz anderes Leben danach geführt haben. Und Reue gibt es auch. Und die Erkenntnis aus einer schrecklichen Tat, eben ein besseres Leben aufzubauen und ein ganz anderer Mensch zu werden, als der, der man war, als man diese Tat begangen hat. Und in diesem Spannungsbogen als Autor unterwegs zu sein, finden Robert und ich halt sehr reizvoll. Natürlich löst das Kontroversen aus, weil die Leute draußen das ganz unterschiedlich sehen, so wie es Leute gibt, die finden, man soll die Todesstrafe haben. Und andere Leute meinen, die Todesstrafe ist barbarisch, weil mit dieser Art Bestrafung stellt man sich als Staat quasi auf eine Ebene mit Tätern. Das kann nicht der Weg sein. Und in diesem Spannungsbogen unterwegs zu sein, ist halt, sowas macht für mich auch Literatur aus. Und man bewegt sich vom Groschenheft-Roman-Niveau weg, indem man solche Dinge bewusst macht. Aber gerade zu den Prologen noch mal ganz kurz, Bernhard. Also ich freue mich ja schon immer, wenn ich jeden Filiasso-Band, den ich in den Händen habe, bewundere ich erstmal das tolle Cover, weil die sind auch sehr genial, die Cover. Und dann freue ich mich auf den Prolog und denke mir, was haben sie sich die beiden jetzt wieder ausgedacht? Wen graben sie jetzt wieder hervor? Ich finde das Konzept mit den Prologen ziemlich, ziemlich cool, vor allem, weil ihr da die Personen noch mal ganz anders darstellen könnt. In Band 5 habt ihr ja zum Beispiel Beorn noch mal ganz anders präsentiert. Was sagst du denn zu den Prologen und wie hat es dann auch Heine gesehen? Weil man sagt ja heutzutage immer, na, Prologe sind eigentlich ein No-Go oder man sollte die nicht machen. Ach, da gibt's ganz unterschiedliche Auffassungen. Also was Verlage sich dringend wünschen, ist, dass man auf den ersten 2-3 Seiten schon einen unglaublichen Action-Einstieg hat, um die Leser von Anfang an zu binden. Wenn man so zurückdenkt an den Herrn der Ringe und wie Gandalf gemächlich dann im Auenland ankommt und das Feuerwerk abbrennt. Also so ein Romananfang will heute kein Verlag mehr haben. Und ich bin gerne bei diesem Herr der Ringe-Beispiel, weil man sieht da sehr toll in den Verfilmungen von Peter Jackson, wie sich der Stil der Zeit geändert hat, weil auch im Film gelten diese Gesetzmäßigkeiten. Peter Jackson ist gezwungen, mit Action-Szenen anzufangen. Und da gibt's halt erstmal die Vorgeschichte zu Herr der Ringe um den Ring und die Schlachtszenen. Und man hat einen actiongeladenen Einstieg, den der Roman eigentlich so überhaupt nicht hat. Und das ist so der Weg, was Verlage gerne haben, weil die halt auf dem Standpunkt sind, wenn wir es nicht schaffen, den Leser auf den ersten 3 Seiten zu binden, dann legt er das Buch in der Buchhandlung schon wieder auf den Stapel und greift zum nächsten und kauft das Buch, das es schafft, ihn so mit reinzuziehen, beziehungsweise in der Serie kauft das zweite dann nicht mehr, wenn das beim ersten nicht glückte. Als Autor ist das ein bisschen anstrengend und eine Lösung ist dann zum Prolog zu schreiben und eine Menge Hirnschmalz reinzustecken. Was machen wir jetzt auf der ersten Seite, damit die bei der Stange sind? Und einer meiner Lieblingsromananfänge ist aus dem 2. oder 3. Band der Filiasson-Saga. Der fängt nämlich mit dem Satz an, ich glaube, die fressen Kinder. Dann ist man als Normalleser, hoffe ich, erstmal geschockt. Und dann wird aber schnell klar, es sind 2 Magier, die stehen vor einer Stele und diskutieren, was man denn da sieht, weil die ist verwittert und es ist nicht mehr ganz klar. Und dann kommt aber auf einer anderen Ebene doch auch schnell Action rein in diese Szene. Und ja, das ist so ein Weg, den man machen kann. Der Heine Verlag wusste nicht, dass wir diese ausufernden Prologe machen wollen. Finde die aber inzwischen auch gut, weil es ja quasi eine Bonusgeschichte zur Geschichte ist, die bei den Lesern auch
in der überwiegenden Mehrheit super ankommt. Also gestritten wird nur über den ersten Prolog, über keinen weiteren danach. Ja. Alle anderen sind wirklich so aufgefasst worden als ein Bonus zur Geschichte, eine zusätzliche Geschichte, die aber in Verbindung mit dem Roman schon steht und dem mehr Tiefe gibt, weil man eine Vorgeschichte detaillierter kennt zu einer der Hauptfiguren, die dann auftreten wird. Und dieser Prolog dem Ganzen eine zusätzliche Nuance und einen neuen Blickwinkel. Sehr deutlich merkt man das im Beorn-Prolog, der nach diesem Prolog heftig an Sympathien in der Leserschaft gewonnen hat, weil die sagen, ja, jetzt wissen wir, wie er ist. Und das kann man jetzt nachvollziehen, wie er so ist. Und wir kennen die Geschichte, warum er Leute blendet und. Ja, da sind wir ja gerade schon bei Beorn dem Blender. Ich erinnere die Zuhörer nochmal an den eigentlichen Helden dieser Saga. Genau. Also ich kenne ja schon damals, ich habe damals schon, ich weiß nicht mehr wann es war, 92 oder sowas, das erste Abenteuer gekauft. Da kommen wir vielleicht auch nochmal zu sprechen. Folge den Drachen heißt. Und ich habe auch die Philassensaga natürlich gelesen von Anfang an. Und bei den ersten Bänden dachte ich mir noch, Beorn ist einfach der Antagonist, der Philasson entgegensteht und den er am Ende besiegen muss. Und Stück für Stück, Band für Band, wurde Beorn immer mehr zum Gegenspieler, Gegenspieler von Philasson auf selber Augenhöhe, also mehr zum Anti-Held. Also Philasson als Held und Beorn so ein bisschen als Anti-Held. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass es vielleicht in den nächsten Bänden sich noch ein bisschen mehr, dass sie sich noch ein bisschen mehr annähern. War das von Anfang an so geplant oder ist das mehr entstanden? Also es war so geplant und es setzt dich in den Roman sofort, wenn man da genauer reinguckt. Ja, Philasson ist der auf der Sympathieskala immer vorne liegt, aber auch Philasson hat keine Probleme damit, Beorn im Himmelsturm ganz eiskalt in die Scheiße zu reiten, als er ihm den Rückweg daraus versperrt. Und genau weiß, welche Konsequenzen das hat und dass er damit möglicherweise das Rennen gewonnen hat, schon in der zweiten Aufgabe, weil der da gar nicht mehr rauskommen wird. Nun ist Beorn und er kommt doch irgendwie raus, aber er hat da alles andere als ritterlich gehandelt und wusste genau, was er tut. Aber weil Beorn ist, ist das für ihn kein Problem. Der nimmt das eher so, er hatte die Chance, mir hier einen Knüppel zwischen die Beine zu werfen. Er hat die wahrgenommen. Hätte ich umgekehrt wahrscheinlich auch so getan. Wir sind Torwaler. Der einzige Unterschied ist, Philasson ringt hinterher vielleicht ein bisschen innerlich mit dem, was er da getan hat. Beorn hätte das Problem eher weniger. Ja, verstehe. Vielleicht können wir ein bisschen auf die alte Zeit zu sprechen kommen. Damals, als die Abenteuer rauskamen, wie kam es denn dazu? Also wie kam es dazu, dass du Abenteuer für DSA geschrieben hast? Ich hatte ein Interview mit Uli Kieser für die Zauberzeit, das Vorgängermagazin der Nautilus. Und ganz am Ende des Interviews habe ich ihm dann so überschwänglich erzählt, dass ich DSA-Spieler der ersten Stunde bin und paradoxerweise über den Vorwärts, die Parteizeitung der SPD, zum schwarzen Auge gekommen bin. Denn im Vorwärts hat eine seitenlange Rezension zu dem Rollenspiel Das schwarze Auge zu den ersten zwei Boxen gestanden. Und die habe ich gelesen, das hat mich so fasziniert, dass ich mir die in derselben Woche besorgt habe und von da an dann etwa 20 Jahre am Rollenspiel geklebt habe, bis die Familienverhältnisse und der Berufsstress das nicht mehr so zuließen, aber es wirklich, wirklich lange viel gespielt habe und geliebt habe und schon mehrere Jahre Spieler war. Und wie das so ist, wenn man der Spielleiter ist, dann fängt man an, irgendwann eine eigene Abenteuer zu schreiben. Hatte ich schon ein paar Mal gemacht. Und dann hatte ich Uli Kiesow erzählt, ich finde es so schade, dass es in Deutschland nichts wie die Dragonlance-Saga gibt. Also keine große, zusammenhängende Geschichte in viele Abenteuer untergliedert. Und ich hätte eine Idee. Und ich stelle mir das folgendermaßen vor und dann habe ich ihm halt erzählt über meine Vorstellung zur Philasson-Saga. Er fand das interessant und hat mir dann auch erstmal nur grünes Licht für den ersten Band gegeben. Da sind dann die ersten drei Abenteuer drin gewesen. Und als er es gelesen hat und gesehen hat und auch merkte, es kommt draußen gut an, ging es dann peu à peu weiter, bis der Zyklus der 12 Abenteuer abgeschlossen war. Was ich damals überhaupt nicht habe abschätzen können, da ich nicht in der sogenannten DSA-Redaktion mit dabei war, welche Konsequenzen das für die anderen hat. Weil ich habe mir damals gedacht,
um keinem in die Quere zu kommen, lege ich meine Abenteuergeschichten einmal rund um die Welt, mehr so in die noch nicht beschriebenen Regionen. Und war mir überhaupt nicht drüber im Klaren, dass es natürlich auch andere Abenteuerautoren gab, die längst schon Pläne hatten für diese unbeschriebenen Regionen und denen ich zum Teil recht ordentlich in die Quere gekommen bin mit den Setzungen, die ich dann halt im Abenteuer gemacht habe. Und also spätestens bei den Inseln im Nebel dann ganz am Ende war es auch Uli etwas viel geworden. Deshalb wurde dann ohne mein Wissen ganz am Ende des Abenteuers in der Erstveröffentlichung noch was umgeschrieben, dass es für die weitere Zukunft unmöglich war, nochmal zu den Inseln im Nebel zu kommen und Taubralia weg war und dass alles, alle Türen wieder geschlossen waren. Das hat sich später geändert, da hat man diese Türen wieder geöffnet, aber da war erstmal ein Jahr lang. Jahrzehntelangen Schicht mit diesen Dingen. Ja, das hatte ich auch gehört, dass du da viel vor den Kopf gestoßen hast. Und das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Schön, dass du die schon beantwortet hast. Genau. Also spannend, aber wenn ich stelle mir das als Schriftsteller selber ein bisschen schwierig vor, wenn dann eine Geschichte oder sei es in Anführungsstrichen auch nur eine Abenteuergeschichte, da das Ende verändert wird, ohne dass man was darüber weiß. Hast du dann deine eigene Kampagne gespielt und festgestellt, hoppla, da stimmt ja was nicht am Ende? Oder? Nee, ich habe die parallel während des Schreibens oder eigentlich vor dem Schreiben testgespielt und dann mir das gespart, wo ich beim Testspiel schon merkte, das funktioniert nicht oder da muss noch mehr rein. Was? Und ich habe es dann fertig abgegeben und tatsächlich erst im Druck gesehen, da sind ein paar essentielle Dinge am Ende verändert worden nochmal, ohne mit mir drüber zu reden. Also ganz glücklich war ich damit nicht. Aber und ja, das war dann eben so. In ähnlicher Form ist es später auch nochmal passiert, weil ein paar Jahre später meinte ich zu Uli, es ist ja irgendwie schade, dass es die DSA-Romane nicht so richtig in erfolgreich gibt. Und er meinte, ja, wir haben das ja versucht bei Drömer Knauer und die Romane, die wir rausgebracht haben, sind halt gefloppt. Und ich habe dann nicht so ganz offen gesagt, ja, das mag ja vielleicht auch daran gelegen haben, dass die Autoren nicht so ganz nah an Aventurien waren bei diesen ersten Romanen und dass das bei einer Rollenspielwelt schon essentiell ist und dass man ja auch die Möglichkeit hätte, Romane mit Abenteuern zu verknüpfen. Da war ich wieder bei Dragonlance und kam mit dem Amerika-Beispiel und dass es da ja hervorragend funktioniert. Und auch da sagte Uli, der in diesen Dingen sehr entspannt war, du, wenn du einen Verlag findest, der das macht, hast du grünes Licht, können wir gerne nochmal probieren. Wir haben unsere Erfahrungen gemacht mit den Romanen. Es ist nicht so gut gelaufen und wir haben da keine großen Hoffnungen. Und dann habe ich zusammen mit Wolfgang Hohlbein das Jahr des Greifen geschrieben für Lübbe. Die funktionierten prima. Die waren auch deutlich sichtbar ein Verkaufserfolg am Markt. Nur auch da ist es dann wieder so gelaufen, dass dann später Absprachen mit Heine getroffen worden sind. Darüber bin ich gar nicht informiert worden. Also ich habe diese drei Bücher geschrieben. Man hat gesehen, es war ein Erfolg. Und dann hat man einfach weitergemacht. Und ich habe dann beim Erscheinen der Bücher davon erfahren, dass es jetzt nicht mehr bei Lübbe weitergeht, sondern bei Heine und war auch dann die ersten 10 Romane lang als Autor nicht mehr dabei. Wie war das denn damals, so von der Setzung her hast du gemeint, die Gegenden waren da noch relativ unbeschrieben. Wie war das denn mit den Elfen selbst? Wie waren dann die Elfen in Aventurien zu der Zeit festgelegt? Auch nur sehr skizziert. Also es gab keine ausformulierte Vergangenheit, die niedergeschrieben gewesen wäre in Regelwerken. Später habe ich gemerkt, dass dann Leute sich durchaus schon was gedacht hatten und ihre Vergangenheit hatten für die. Aber ich konnte ja als Autor nur mit dem arbeiten, was gedruckt vorliegt. Und da gab es halt ganz viel nicht. Und dann habe ich halt eine Hintergrundgeschichte für die Elfen entwickelt in der Filiasson-Saga, die sich den Spielern peu à peu in den Abenteuern erschließt, die auch gut angekommen ist bei den Spielern und habe allerdings dann den nachfolgenden Autoren das Problem bereitet, dass das jetzt gedruckt und gesetzt war. Und man gegebenenfalls umdenken musste und mit diesen neuen Setzungen klarkommen musste. War vielleicht auch gar nicht das Schlechteste. Zumindest gefallen mir die Setzungen. Ja, also vielen Lesespielern ja auch. Und von daher, glaube ich, hat es letzten Endes DSA nicht fürchterlich geschadet. Gut, man wird nicht wissen,
wie die anderen Geschichten gewesen wären, weil sie dann jetzt nicht geschrieben sind. Aber die Filiasson-Saga hat einen guten Verlauf fürs Rollenspiel genommen, was sich allein darin schon manifestiert, dass sie halt in 3 Ausgaben vorliegt und quasi 25 Jahre ununterbrochen in Druck und käuflich ist, was für ein Rollenspielprodukt schon eine große Besonderheit ist. Ich habe ja auch jetzt mal für die Folge heute das alte Folge dem Drachenhals rausgekramt und habe dann so mal ein bisschen rumgeschmückt und habe da entdeckt, Illustrationen gezeichnet von Ina Kramer, Planzeichnungen von Bernhard Hennen und Ralf Lavatsch. Jetzt wollte ich mal fragen, welche Pläne hast denn du da gezeichnet? Ich habe die Skizzen geliefert und Ralf hat dann vernünftige Pläne draus gemacht. Also sozusagen die Skizzen von dir und ausgearbeitet vom Illustrator sozusagen. Genau, also durchaus auch mit der Vorgabe, dass der Himmelsturm im Idealfall einen 3D-Plan bekommt. Ja. Wobei ich da auch, muss ich gestehen, sofort wieder von Dragonlance beeinflusst war, weil ich da die ersten 3D-Rollenspiel-Abenteuerkarten gesehen hatte und die großartig fand als Spielleiter, weil alles viel plastischer und besser vorstellbar war. Und mein großer Wunsch war, dass das dann auch zum schwarzen Auge kommt und Ralf hat es prima umgesetzt. Ja, finde ich auch. Also gerade die Folge oder das Abenteuer mit dem Himmelsturm, das ist ja auch einer meiner persönlichen Lieblinge. Wie viel hast du denn selbst für den Himmelsturm ausgearbeitet? Weil im Abenteuer selbst ist ja, das ist ja schon ziemlich viel ausgearbeitet, aber viele Sachen bleiben ja absichtlich noch offen, damit die Spielleiter selbst das gestalten können, also die Paläste der verschiedenen Handwerksmeister und so weiter. Ja. Wie viel hast du denn da persönlich? Ich hatte sie tatsächlich alle auf unterschiedlichem Level ausgearbeitet. Es gibt ja auch Dinge wie die Parks, die relativ austauschbar sind. Aber die Besonderheiten jedes Levels habe ich schon ausgearbeitet. Ist dann aber mit meiner Gruppe auch so gemacht, die haben irgendwann entdeckt, es gibt den Durchweg nach unten und gar nicht mehr jedes Level sich angeschaut, weil das irgendwann, das gehört ja auch zu den Kritiken am Abenteuer, wenn man Etage für Etage den Himmelsturm abarbeitet, kann es schon irgendwann langweilig werden, weil bestimmte Dinge sich wiederholen und nicht in jeder Etage ganz neue essentielle Geheimnisse zu entdecken sind. Da ist es halt wichtig, an die besonderen Orte zu kommen und als Spielleiter eine Regie zu liefern, die den Spielern hilft, Langeweile zu vermeiden, indem sie jede Etage abklappern, sondern eher sie mehr oder weniger behutsam zu den wesentlichen Punkten führt oder ihnen behilflich ist, die zu finden oder ihnen klar macht, dass sie vielleicht was übersehen haben, wenn sie allzu übereifrig sind und dran vorbeirauschen. Aber das ist dann auch wieder ganz essentiell damit verbunden, wie die Gruppenchemie ist. Es gibt Spielleiter, die sind freundlich und werfen nochmal so ein Wort in die Runde, wenn die ganz oben an der Spitze des Himmelsturms vor dem Gong stehen und überlegen, schlagen wir da jetzt drauf. Ich bin in solchen Situationen immer eher ein sehr stummer Spielleiter gewesen und habe meine Leute alle Dummheiten machen lassen, die man so machen kann, sie dann aber auch die Konsequenzen spüren lassen, so dass ich dann nach einer Weile eine recht vorsichtige, überlegene Spielgruppe hatte, weil denen eben absolut klar war, die Dinge, die wir tun, werden Konsequenzen haben. Aber wo du beschrieben hast, dass man da aufpassen muss, dass es nicht langweilig wird, gerade im Himmelsturm, ähnlich ist es ja auch für den Autor. Also ihr habt das ja auch, dann du und Robert habt ja auch das Problem, in Anführungszeichen, gehabt, den Himmelsturm so interessant wie möglich, aber nicht langweilig darzustellen. Ja, und das fände ich, habt ihr auch ziemlich gut gemacht, indem ihr eben dann auch immer zwischen Filiasson und Beorn so ein bisschen auch hin und her gependelt seid. Ja, weil die ja auch unterschiedliche Herangehensweisen haben. Also Beorn ist schon eher der Forscher und hau drauf und Filiasson hat doch viele Mitglieder in seiner Abenteuergruppe, die überlegender sind, forschender und so konnte man beide Dinge, die man aber in Spielergruppen auch so findet, abdecken. Ich kenne halt Spielgruppen, die auch eher etwas offensiver vorgehen. Das sind die wenigeren und dann die jeden Stein umdrehen und die Forscher sind. So haben wir beides in diesen Roman halt schön reinpacken können, da die Abenteuergruppen der Kapitäne auch recht unterschiedlich aufgebaut sind. Und wenn du jetzt heute für Filiasson schreibst, wenn du das vergleichst mal mit dem, wie du vor 25 Jahren für Filiasson geschrieben hast, was ist da anders? Wie fühlt sich das an? Ich habe in den 25 Jahren noch dazugelernt als Autor im Weltenbau, in Logik. Und ich werde einen unangenehmen Nachmittag hier mit Robert nie vergessen. Und zwar ging es um die Haijagd in Band 5, wo dann dieses Jagdschiff beschrieben ist. Und irgendwann ging es darum, dass die große Haifischzähne wie Belegnägel an Bord benutzen und da Taue drum wickeln. Und ich sagte ihm,
Aber das ist ja totaler Schwachsinn, um Haifischzahn tau zu wickeln. So ein Scheiß, das reibt und wird sich durchschneiden an dem Zahn. Das ist hirnig. Reich das mal raus, wie bist du auf die Idee gekommen? Dann meint er, du, pass mal auf, ich schlag hier mal das Abenteuer auf. Steht da, genau so. Ist von dir. Kam ich noch mit dem Einwand, das Abenteuer ist zweimal umgeschrieben worden, das niemals von mir. Dann haben wir in die Erstausgabe geguckt. War von mir. Sehr gute Geschichte. Lucia, möchtest du noch was zu den Abenteuern fragen? Ich habe zwei Fragen noch. Im ersten geht es um die Bücher als solches, weil ich kann mir vorstellen, dass es bei Heine trotzdem schwierig ist, so eine DSA-Geschichte unterzubringen. Und die Buchcover, die haben ja auch nicht den geringsten Anhaltspunkt, finde ich. Also außer man kennt jetzt die Filiason-Sage, dann weiß man, dass es mit DSA zusammenhängt. Aber ansonsten ist da nicht das DSA-Logo drauf wie bei den anderen Büchern. Das hat schon den Grund, oder? Ja, also Heine hatte ein Problem anfangs damit und sagte, wir haben uns von der DSA-Reihe getrennt, weil die Verkäufe immer schlechter geworden sind. Und also viele Jahre vorher schon. Und wir werden ein Problem haben, wenn wir das jetzt in den Buchmarkt wieder reinbringen und die Buchhändler uns sagen, ja, aber von den letzten DSA-Romanen haben wir sehr überschaubar verkauft, warum sollten wir das jetzt nochmal neu machen? Deshalb haben sie sich als Marketingstrategie überlegt, da dick meinen Namen drauf zu schreiben, wo ich so in der Form so nicht so ganz glücklich mit war, aber es gab halt ganz knallharte Marketinggründe, das so zu machen. Und da ist man als Autor dann am Ende gut beraten, der Vernunft zu folgen und den Vorgaben des Verlags. Umgekehrt hatte ich dann bei anderen Verhandlungen ja einen Bonus, dass ich an der Stelle nachgegeben habe und die dann an anderen Stellen kooperativer waren. Es ist mit den Covern zum Beispiel so, dass das erste Cover kam noch vom Verlag und ursprünglich waren irgendwelche Symbole auf dem Drachenbootsegel drauf, die irgendwie eher zu Warhammer gepasst hätten. Und dann konnten wir das entfernen lassen und auch die ersten Schiffe, die statt des Drachenboots auf diesem Cover waren, die passten überhaupt nicht nach Aventurien. Also da konnten wir Dinge ändern lassen. Das zweite Cover hat uns noch überrollt, deshalb ist der Ziegelturm, der Himmelsturm gemauert und kein gewachsener Fels. Aber ab dem dritten Cover sind wir für alles verantwortlich, was drauf ist, weil wir gemeinsam eine seitenlange Coverbeschreibung erstellen mit Beispielfotos, wie wir uns die Dinge vorstellen. Und der Künstler, mit dem Heine da zusammenarbeitet, ist einfach auch genial darin, das umzusetzen. Wenn er mit was ein Problem hat, fragt er zurück. Also gerade mit dem fünften Cover zu Schlangengrab bin ich unglaublich zufrieden. Also eines der schönsten Fantasy-Roman-Cover mit dem Drachenboot und der Seeschlange, die ich für ein Buch von mir bekommen habe. Großartig. Also es ist ein klassisches High-Fantasy-Bild und wunderbar umgesetzt. Was aber auffällt, ist, dass sie nicht so generisch sind wie jetzt viele Cover, dass jetzt nur ein Wappen, ein Schwert oder eine einzelne Person drauf ist, sondern dass es immer so ein bisschen ein szenisches Bild ist. Ja, also wir haben schon den Anspruch, unbedingt etwas aus dem Roman auf das Cover bringen zu wollen, so dass man tatsächlich sehen kann, da ist eine Romanszene umgesetzt im Cover oder eine Landschaft zumindest. Und das ist inzwischen absolut nicht mehr selbstverständlich, weil ja Coveragenturen für sich alleine agieren und es halt auch viele Vorstellungen gibt, wie ein Cover auszusehen hat. Und da hatten wir, so erstaunlich das klingen mag, den Vorteil, dass Heine nicht davon ausgegangen ist, dass diese Bücher auf die Bestsellerliste kommen würden, weil es DSA-Romane sind. Und das gab einem mehr Freiheiten. Da musste man halt dann nicht die ganzen Diskussionen führen, die man um Bestseller-Cover führt, dass sich halt an anderen Bestseller-Covern orientiert. Und deshalb waren die Wappen und Waffen so lange so präsent auf den Covern. Wir waren da freier. Ja, vielleicht bricht das jetzt den Buchmarkt auch wieder so ein bisschen auf. Das würde ich mir zumindest wünschen, was die Cover angeht, dass man sagt, oh, das hat ja auch Erfolg. Wieso nicht mal eine Szene aufs Cover bringen und nicht nur ein Wappen? Das fände ich ganz schön. Ich habe noch eine letzte Frage, vielleicht setze ich mich da komplett in die Nesseln damit, aber ich hatte so eine gewisse Assoziation bei Filiason Fogwulf. Und zwar bin ich bei Jules Verne gelandet. Ist da irgendwie eine Inspiration? Natürlich. Also das ist zum einen der Stil der alten Zeit.
dass die frühen DSA-Abenteuer vor Anspielungen auf alles Mögliche in unserer Welt nur so strotzen, bis hin zu einer Kutsche, die die Sechser Ferrara ist und eine sechsspännige Kutsche ja, genau. Und natürlich auch rot, was für ein Zufall. Also und in der Tradition der Jugendsünden des schwarzen Auges bin ich natürlich, diese Abenteuer sind in den jungen Jahren der Spielwelt des schwarzen Auge entstanden, tief verwurzelt. Wenn man da genauer hinschaut, strotzen auch die Abenteuer vor solchen Anspielungen. Und natürlich ist Phileas Fogg, der in 80 Wochen rund um Aventurien reist, eine Anspielung auf Phileas Fogg, der in 80 Tagen um die Welt reist. Und um die Peinlichkeit in Grenzen zu halten, nenne ich jetzt nicht noch weitere Beispiele, aber es gibt da noch etlich. Aber das finde ich eigentlich ganz gelungen, diesen Namen. Also da kommt man nicht so direkt drauf, sondern das ist mir letztes Mal irgendwie, habe ich mir gedacht, das klingt so vertraut. Also was man häufig hat, ist bei einer Anmoderation oder irgendeinem Auftritt, wenn jemand den Namen Phileasson aussprechen muss, da stolpern viele am Anfang und sind sich ganz unsicher. Ja, es gibt ganz, ganz erstaunliche Varianten, wie die Leute das aussprechen. Zum Schluss wollte ich noch ein bisschen auf die Prunkausgaben zu sprechen kommen. Da gibt es ja jetzt über Ulysses wiederum, ich glaube, das war ungefähr vor einem halben Jahr oder einem dreiviertel Jahr, für die ersten beiden Bände, also Nordwärts und Himmelsturm, eine sozusagen zusammenführende Ausgabe, also eine große, großformatige Foliantenausführung mit ganz tollen Innenillustrationen und Metallecken an den Covern, den Ecken und so weiter. Wie fühlt man sich da, erste Frage, wie fühlt man sich da als Autor, wenn man sowas in der Hand hält? Toll. Also, das ist ein Traum, so ein Buch in Händen zu halten. Eines der schönsten Bücher, die ich je besessen habe. Und wenn dann noch der eigene Name draufsteht, ist das schon großartig. Und man an der Entstehung mitgewirkt hat, also nicht nur halt den Inhalt erschaffen, sondern auch bei den Zeichnungen mit dabei war und den Karten und allem, was reinkommt. Es ist toll. Also, ich sag gerne, in Fantasy-Geschichten erzählt man gerne von Folianten in Bibliotheken und beschreibt die dann als Rollenspielleiter, das dicke Buch mit den Metallecken und Leder gebunden und wie das riecht, allein durch das Leder. Und so ein Buch dann in den Händen zu halten, also ein Wirklichkeit gewordenes Fantasy-Rollenrequisit, ist großartig. Also es war eine einzige Freude. Und so ein bisschen organisatorisch, wie war das denn, weil das ja über Ulysses jetzt läuft, also einen anderen Verlag. Hat da Heine mit Ulysses geredet oder kam Ulysses zuerst auf euch zu oder wie war das? Also Ulysses hat mit uns geredet, dann mussten sie mit Heine reden, um eine Lizenz für eine bestimmte Anzahl von Ausgaben zu bekommen, die sie drucken dürfen. Und da ich Heine halt auch sehr massiv gebeten habe, Ja zu sagen und Heine auch neugierig war, wie dieses Geschäft funktioniert, haben sie dann Ja gesagt und das Ganze von Ferne fasziniert beobachtet. Ich weiß jetzt nicht, zu welchen Schlüssen die gekommen sind. Ich glaube, zum sich schon heftig verändernden Buchmarkt gehört, dass Bücher dieser Art eine Chance am Buchmarkt haben inzwischen. Dass es eine überschaubar große, aber eben doch vorhandene Klientel gibt, die ihre Lieblingsbücher auch gerne in so einer Form haben und dafür wirklich ordentlich mehr Geld rausgeben, weil man muss nicht verheimlichen, die ledergebundene Prachtausgabe der zwei Romane, die, wenn man sie normal im Taschenbuch kauft, etwas über 30 Euro kosten würden, die kostet 149 Euro. Das ist aber tatsächlich auch ein sehr besonderes, schönes Buch geworden. Und es gibt die Leinenausgabe, wo außer dem Einband und den Metallecken alles identisch ist an Illustrationen und Extras, den Seitenbändchen. Die gibt es für 79 Euro. Und das ist dann in Anführungszeichen nur noch doppelt so teuer wie die Normalausgabe in zwei Taschenbüchern. Was mich aber völlig umgehauen hat bei diesem Crowdfunding war, ich hätte ja gedacht, dass die Leute die Leinenausgabe, die nur die Hälfte im Grunde kostet, massenhaft bestellen. Nein, am Ende waren zwei Drittel der Bestellungen die teure Lederausgabe und nur ein Drittel die Leinenausgabe. Also da hätte ich vorher ganz anders gewettet. Nee, hätte ich nicht gedacht. Also ich habe auch die Lederausgabe bestellt und ich glaube, die meisten Leute, die bei sowas mitmachen, sind eben genau diese Liebhaber und die denken sich, wenn dann schon richtig. Und es gibt ja jetzt auch, also im Moment läuft ja die Vorbestellung für den nächsten Foliant, also die nächsten beiden Bände. Genau, ab dem 28. ist die allgemein zugänglich. Also vor einer Woche sind die Besitzer der
erste Ausgabe angeschrieben worden, also des ersten Bandes. Und ich glaube, ab heute können alle, die Interesse haben, dieses Buch, den Band 2, bestellen. Wobei, also sollte jemand jetzt erst einsteigen, muss man sich, wenn man auf der Leinwandebene einsteigt, keine Sorgen machen, davon sind noch welche vorhanden. Nur Lederbände des ersten Bandes, die sind alle verkauft worden, weil die tatsächlich für die Vorbesteller in genau der Stückzahl gemacht worden sind. Da gibt es keine überzähligen. Jetzt wollte ich noch mal so ein bisschen von der rechtlichen Seite her kommen. Habt ihr dann noch mal einen neuen Vertrag bekommen von Ulysses oder läuft das alles über Heine? Und läuft das dann, ist das dann eine Neuauflage oder läuft das über die Nebenrechte? Also Ulysses hat von Heine eine Lizenz bekommen, von den Heine-Bänden eine bestimmte Anzahl Nachdrucke zu machen. Wobei es da aber tatsächlich sogar nur um den Inhalt geht, denn die haben für diese Neuausgabe das komplett neu gesetzt. Die haben also, ja, die Seiten sind größer, es sind DIN A4 Seiten und entsprechend ist deutlich mehr Text drauf. Inhaltlich sind sie identisch, alles andere ist aber verändert worden. Ja, also ich würde sagen, wir schreiben auf jeden Fall unten in die Infobox mal einen Link rein. Und wenn ihr Glück habt und noch eine dieser Folianten ergattern könnt, dann denke ich, lohnt sich das, weil das sind echt ganz, ganz tolle Bücher. Ja, oder einfach, um die hübschen Bücher sich mal anzuschauen. Also das Cover für den zweiten Band ist ja jetzt da. Es ist auch wieder sehr gut geglückt. Es ist immer so in Form eines Runenknotens gemacht. Ja, die Künstlerin hat es einfach drauf, Nadine. Die macht die wunderschön. Ja, Bernhard, dann haben wir ja fast eine Stunde über die Filiasson-Saga geredet. Ihr seht, das ist eine Saga, über die man viele Worte verlieren kann. Und wir haben nur einen Bruchteil angesprochen von dem, was man noch hätte sagen können wahrscheinlich. Ja, über die Inhalte haben wir so gut wie gar nicht gesprochen. Ja, wir wollen ja niemanden aber spoilern. Jo, Dominik, Lucian, dann danke ich euch für das interessante Interview, für die netten Fragen. Ich hatte ja ein bisschen Sorge, als du kamst mit, am Ende kommen wir dann noch mit den schwierigen Fragen. Habe ich früher als Journalist auch so gemacht, mir immer überlegt, bei welchen Fragen könnte denn der Interviewpartner plötzlich abbrechen und die aufs Ende geschoben. Nein, nein, da brauchst du bei uns keine Sorge haben. Bei uns in der Drachenhöhle wird kein Gast geröstet. Ja, Bernhard, schön, dass du bei uns warst. Wir wünschen dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg mit deinen Büchern. Das wirst du ganz sicher haben. Wenn du Robert siehst, dann sag ihm schöne Grüße von uns. Der ist gerade reingekommen. Ich sag's ihm mal sofort weiter. Schöne Grüße an dich, Robert. Danke, seid ihr mit der Aufnahme fertig? Wir sind in den letzten Zügen. Du bist jetzt mit drauf. So ist es. Wunderbar. Gut, dann an euch da draußen. Lest gute Bücher und lest auch gerne gute Bücher von Bernhard Hennen. Danke. Wir sehen uns dann in unserem nächsten Podcast. Bis dann, mach's gut. Tschüss.